Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von den PSAs in Hannover 2022. Geile Nummer mal wieder. Wir haben eine Kartbahn vor Ort, mega Event. Das heißt, wir müssen einfach mal wieder was nicht Technisches für diesen Channel machen. Aber ich denke, es wird extrem unterhaltsam, weil ich sage euch so viel schon. Es gibt ein Kartrennen, das Starterfeld ist wild, geile Typen dabei und ein paar Mädels sogar auch dabei. Und wir machen jetzt ein 30 Minuten Team Kartrennen. Das heißt, 10 Teams, A3 Fahrer, jeder muss 10 Minuten fahren. Le Mans Start, wir losen die Startplätze aus, kein Qualifying, hoffentlich ist noch keiner gefahren, es kann keiner gefahren sein, weil wir die Strecke gleich umdrehen und rückwärts fahren und es wird geil. Das heißt, das wird hier ein wildes Rennen, erwartet nicht zu viel, aber ich denke am Ende wird es trotzdem ganz geil, ich freue mich drauf. Ich denke, jeder hier denkt, er ist Profi, das wird spannend. Ich denke auch wirklich, dass die Karten für fast jeden offen sind, weil das ist jetzt nicht hier auf Zeit, Runde für Runde für Runde fahren, sondern einfach nur Spaß haben. Ihr werdet sehen, wer dabei ist. Der eine oder andere wird bestimmt auch was sagen und es wird geil. Regeln habe ich grob erklärt. Ich hoffe, es passiert nichts, weil Safety steht immer an erster Stelle. Hinter uns läuft schon die XS. Mega Ambiente hier. Windig, Mucke, einfach nur geil. Ja, also wenn die Akustik ein bisschen schlechter ist in diesem Video, ich bitte es um uns zu entschuldigen. Ja, wisst, was ich meine, ganz genau. Wir machen das schon. Die Akustik wird auf jeden Fall so sein, dass ihr diese Karts noch nicht mal hören werdet, weil an dem Auspuff hätten wir auf jeden Fall machen können, aber es sind auf jeden Fall Benzinkarts, deswegen. Also, da kommt heute auf. Hast du Bock? Wird mega. Sehr gut. Thumbnail? Ja, geil. Nimm den hier. Oh nein! Es wird lustig. Anfragen per DM. Lisa, hast du Spaß? Der Schirm bremst dich. Hast du eine Tasche dabei? Sehr, ja. Du hast gar keinen Bock, gefilmt zu werden, gerade? Ich mach mir jetzt noch die Hose. Ich weiß nicht, es ist immer komisch, wenn so viele Leute zugucken, dann mache ich immer so viel Mist. Das ist gut. Das ist fett, gut, wie viel Kilo wiegst du? 83. Sehr gut, du bist auch fett. Wie viel fährst du nicht? Ich filme nur. Du bist trotzdem fett, Käse. Hast du Angst? Nein, du? Nein, du? Nein. Wir kommen als Überraschungspaket an. Der Schützenfest, Thomas, auf den bin ich gespannt. Ich glaube, wir müssen auf ein Teambild machen. Ja, das ist es. Wir sind ein super Team. Hey, ihr fahrt doch gar nicht zusammen. Stimmt. Die können eh nichts. Aber den Schützen fahre ich auf jeden Fall brutal in die Karre. Ja, er will mit Ansage. Haben wir denn hier mit 30 Mann gleichzeitig? Nee, das geht ja gar nicht. 10. Immer 10. Oh, Mutlu! Mutlu! Das ist das legendäre Sucuk-Käsetoast von Mutlu. Ist dir eigentlich bewusst, dass es um alles geht? Wie gestern Abend, da ging es auch um alles. Stark angefangen und auch ganz stark dran nachgelassen. Manipulation, glaube ich, ja, ne? Hallo, was geht's? Du wirst von mir hören gleich, wenn ich auf der Strecke bin. Es wird eingeben, in der zweiten Runde geradeaus durch die Feuerwehrausfahrt schießt. Das bin ich. Okay. Bei Kart und ich ist so wie, keine Ahnung, Picasso und ich. Also das ist so wirklich, ich weiß auch nicht, was Kess mit mir hier will. Also ich bin glaube ich nur so wie der Quotenlenker oder so, ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. MX Motorsport. Ah, echt jetzt? Ja. Ach, geil, okay. Also Animal Racing ist mit bei MX Motorsport. Ich würde mal sagen, ich lasse der Masse freien Lauf und wer mir in den Weg kommt, ist selbst schuld. Okay. Hast du Bock? Ja, Logo, mega. Frankie. Ich bin aggressiv. Warum? Ja, bist du der Pitbull auf der Strecke heute? Bist du der Pitbull? Ich ramme. Bisschen fetzen. Ich habe Bananen gerade gegessen, 3 Stück. Okay. Bananenschale, eine hier. Zwei mit drin, perfekt. Eine hier. Okay. Und wenn der Case kommt, eine dahinter. Alles klar. Ich fahre dem auch rein. Hast du hier heute einen Gegner, den du auf jeden Fall besiegen möchtest auf der Strecke? Mutlu. Mutlu? Ich habe es heute auf Mutlu abgesehen. Empfehle ich ihm eine Nackenkrause. Okay. Mal gucken, was so passiert. Was? Tom Schütze. Wir beide haben ein Duell. Ja, der ist am Laufen. Aber freundschaftlich. Für dich, ja. Doch, Max, ja, Max, doch ja. Schon, Max, ja. Max, schlagen wir? Max, ja. Okay. Und wenn du jetzt fertig bist, dann musst du so wegdrehen, ne? Warte. Du hast hier einen Gegner, der möchte auf jeden Fall schneller sein als du. Es kann, gibt nicht viele, die das sagen würden. Entweder ist es Salem. Oder? Tom? Einfach alle. Der Fahrer nicht ablenken, der muss sich konzentrieren, ja. Danke. Hier fährt überhaupt gar keiner. Doch. Ihr fahrt nicht mehr zusammen. Natürlich, wir sind ein Team. Ihr seid nicht in einem Team. Ja, das ist klar. Team S65. Ja. Ja. Du fährst mit, ja? Ja. Okay. Team Tom. TT. Team Tom. Hast du einen Gegner, den du heute schlagen möchtest? Besiegen möchtest auf der Strecke? Mich selbst. Alle. Erster werden ist Ziel. Erster werden. Es gibt keine halben Sachen. Ich würde nach der Messe dich kurz schlagen, wenn es geht. Ich finde es eigentlich geil, wenn du so Leute interviewst und keiner dir eine richtige Antwort gibt und alle nur Scheiße faseln. Ja, genau das will ich ja. Achso, das wird's, okay. Dürfen wir rammen? Und wir müssen alle dahin laufen, ne? Stimmt das?
Ich habe schon Taktiken ausgedacht, alles. Wird ein Blindflug. Aber ja, zieh mal hin. Ich habe Bananen dabei. Meinst du eigentlich, ist der Weitwinkel real, oder? Nein, nein, der ist nicht real. Ist genau richtig so, ne? Warte, ich glaube, wird jetzt noch besser, ne? Muss man so weit vom Objektiv stellen, oder was? Du musst es genau. Hör mal, was hast du eigentlich für ein Objektiv da drauf? Ich habe das Gefühl, du bist vor... Ich meine, nein. Ich will nur ein schönes, echtes, faires Rennen haben, ja, dass alle viel Spaß haben. Danke dir. Das und wenn ich aus Versehen der Chromfabrik hinten reinfahre, dann ist es halt so. Die Bedingungen sind hart. Die Karte ist windig, sehr langsam. Ja. Und du kriegst die Reifen nicht auf Temperatur. Ja, ja. Die Reifen sind auch ziemlich mies, also so vom Grip-Level. Okay. Katastrophe. Also okay. Ich denke, das wird hart, ein harter Kampf. Philipp Käse übernimmt keinerlei Haftung für irgendwelche Unfälle. Sven, fahrt rein. Hör mal, wie läuft das ab? Mit Rammen oder ohne? Mit Rammen oder ohne? Was unterschreiben wir da? Je nachdem, wie hoch deine Privathaftpflicht ist, könnt ihr überlegen. Ich habe ja keine Haftpflicht. Ja, dann. Okay. Frontkamera, später. Was steckst du hier unter dem Helm jetzt? Hier machen das die Anfänger. Und die Profis, die geben direkt hier Gas. Alter. Weil du fährst so. Das ist so. Ein bisschen hängen lassen. Mit einer Hand. Okay. Boah, ich bin aber fett geworden, ich passe da gar nicht mehr rein, ey. Ich hab mal gesagt, wenn die drückst, hier steht noch eine Software aufs Gas, oder was? Alter. Wo ist der Anschluss hier? Das kann ich wieder gut sehen hier. Okay, damit hier kein Kart zu schnell oder zu langsam ist, werden die schneller immer gereicht. Weil ich muss wirklich sagen, die Kartbahn hier an der Stelle natürlich nochmal vielen Dank an Formula.de. Muss ich wirklich sagen, was Kart angeht, die hochwertigste Strecke, die ich persönlich kenne. Niegelnagelneue Karts für uns, beziehungsweise die PS-Tests. Wird geil. Hier. Die Jungs bauen jetzt sogar für uns die Strecke nochmal ein bisschen enger, weil es soll dann einfach spannend sein. Ne? Aber guck dir das an, Alter, hier wird auch. Ja, ja, ja. Den Schraubtier will ich nachher sehen, ne? Aber guckst du dir an, ne? Weil die tun immer alle so, als wenn es hier nicht ernst wird, ne? Und kaum geht es darum, Kart einzustellen, stehen sie ja alle und gucken, ne? Ja, ja, klar. Das muss jeder sehen hier. Guckt mir das alle ganz genau an hier. Ich muss das revidieren, also ich bin richtig heiß jetzt. Ich habe richtig Bock, Team Tom wird gewinnen. Sieg oder gar nicht. Sieg oder Rauswurf. Ja, wir haben eben nochmal besprochen im Team und nur Sieg zählt. Hast du hier heute jemanden, den du auf jeden Fall besiegen möchtest auf der Strecke? Philipp auf jeden Fall. Philipp, und Mutlu. Und Mutlu. Ja, okay. Zwei. Schiebst du raus, immer nur rausschieben. Immer rausschieben. Meine Taktik. Cool. Anders kann ich nicht. Habt ihr noch einen Helm? Kommst du denn klar ohne Armlehne? Geht das? Oder? Ja, ich wollte eigentlich so fahren. Ja, ich bin mal gespannt auf den Le Mans Start. Ein bisschen weniger. So, und die Schraube auch. Frankie, hast du schon mal gefragt, ob sie für dich ein Sitzkissen haben? Nee. Hat er nicht gesagt. Perfekt, passt schon so. Kannst du lassen. Schaut richtig bescheuert aus. Ja, weil du hier einen richtigen Zipfel hast. Ah, perfekt. Ich weiß nicht mal, wie unsere Truppe heißt. 31. Wir fahren heute 30 Stunden. Und dann hat jedes Team genau 3 Runden den Fahrerwechsel gemacht. Also erstmal war meine Taktik gerade, dass ich alles von ihm verstehe überhaupt. Ja. Das war schon mal das Erste, was zu Problemen geführt hat. Ja. Ja. Aber ich weiß, dass mindestens 3 Teams an dem Reglement schon scheitern werden. Ja. Das sehe ich kommen. Dann trinken wir heute Abend noch einen? So eine Scheiße. Was hast du gezogen? Schiebung. Ich sage, das ist Schiebung. Ich wollte die 2. Von hinten aufrollen. Was hast du? Alter, der hat die 2. Tom, zeig mal, was hast du gezogen? Die 7. Das ist die Glückszahl. Das ist nicht schlecht. Ja. Was denkst du, was wird das hier heute? Chaotisch. Ich bin überfordert. Ich habe die ganzen Regeln jetzt nicht ganz gecheckt. Junge, die scheißen sich alle in die Hosen, merkst du das? Was hast du? Ich hab die 2.
Bist du happy? Ja. Ein guter Start, würde ich sagen. Ich sage. Die lassen es auf jeden Fall alle immer wild angehen. So, erste Runde auf jeden Fall. Oh, Joni ist vorne, Daniel ist direkt dahinter. Das Witzige ist jetzt, es kennt wirklich keiner die Strecke. Ich bin gespannt, was die Leute danach sagen, weil der Fun-Faktor ist einfach Level 1000. Führungswechsel, Tom, Daniel, finde ich krass, dass die beide gleich sind. Da haben Joni überholt, Joni hinterher. Blau in Gelb ist Holy Hall, ne? Echter Hammer, ey. Okay, also ich kann das eigentlich dem Tom nur versauen. Das tut mir jetzt schon leid. Also. Okay, aber nur Sieg heute. Nur Sieg. Nur Sieg. Nur Sieg. Okay. Sieg? Nur Sieg heute? Sieg, heute ist Sieg. Übelst witzig. Ich stand da gerade. Es fährt jeder an deinen Fußspitzen vorbei. Aber keiner guckt dich an. Wir gucken alle so aufs Kart. Ja, natürlich. Was meinst du, wenn du da gleich drin sitzt? Okay, gerade aktuell. Geh jetzt einfach. Ich bin im Fokus. Platz 2 aktuell. Zwei? Dank Platz? Animal Racing. Okay. Erhöht das bei dir jetzt den Druck gerade? Ungemein, ja. Ja, okay. Hoffst du, dass du diese Position halten kannst? Ich hoffe, ich kann auf dem ersten fahren. Also Lisa macht den Abschluss. Ich kann nur noch alles versauen. Okay, perfekt, danke dir. Wenn dann nur die Kurve da hinten und vielleicht die Kurve, den Rest einfach nur Vollgas fahren. Einfach Vollgas machen. Sagt auf dem Race 1000, sagt er das auch immer. So? So? Ja, so passt. So ist perfekt, ne? So halten, genau. Wie war? Erstes Stint? Ja, stark. Ne? Für 7 Flaschen Wein gestern ging es, fand ich. Ja. So, ja. Das war das Elixier für heute. Also das war das Lebenselixier. Wie war so das Rennen geschehen? Ja, eigentlich alle relativ fair. Vor der Achse etwas schwach. Ich wollte während der Fahrt noch Luftdruck lassen, aber dann dachte ich, ja komm, lass mal okay. Einfach, fahr mal so. Nee, mach Bock, also ist cool, ist natürlich witzig. Wie lief's? Nee, ganz alles gut, außer die. 5 Plätze gut gemacht, aber es hat nicht gereicht. Ja, aber war es echt schnell, ja, also muss man euch sagen. Echt. Seid ihr direkt raus, nachdem die Fahne war? Nee, ich bin 2. Runde rausgefahren. Okay, ich bin noch war eine schlau, oder? Ja, der war ja Staub ohne Ende. Ja, komplett. Also hast du gut gemacht, Ich hab das beobachtet, war's gut. Ja, empfehlst du mich weiter, runter. Meine Du kannst eigentlich überall voll stehen lassen, du brauchst gar nicht zu rennen. Max ist flott reingekommen, ich bin auch flott rausgekommen. Flott ist rein, raus. Master hat Klasse, oder wie war das? Ja, genau. Ja, und vorher hat mich einer von euch rausgehauen. Wir haben den Schuldigen hier immerhin. Das war mit Schützen so abgesprochen, oder? Das war doch von Schützen so bezahlt. Nee, war wirklich leider so. Hast du wieder alle blockiert, ne? Nein, ist einer reingefahren, gedreht. So, Max, was war los? Du hast die ganze Strecke einmal dicht gemacht. Der Philipp verwechselt Autoscooter mit Go-Kart fahren. War richtig geil. Okay, hat Bock gemacht. Was ich nicht gedacht hätte, dass alle, wenn alle langsam sind, musst du wirklich, da kommt ja auf km/h an. Das war schon ein bisschen, also diese Kamera vor der Nase, die ist fertig. Hart Nummer 1 ist disqualifiziert, Helmo. Helmo, Hart Nummer 1, Kollege, siehst du gleich, warte. Es flattert so lustig munter rum.
Nee, der hat einen großen Kopf. Guck mal. Nee. Ich dachte, ich schwöre. Helme socken. Disqualifiziert. Wegen, ja. Man passt keinen Helm auf. Hat. Was ist eigentlich diese blaue Flagge? Gib mal ein Statement dafür. Was für ein Statement? Ich hab geschrieben, mach der Helm zu. Ja, aber was soll man denn machen? Ja, weiß ich, der ist doch. Du sagst, fahr, ich sag, mach der Helm zu. Was ist das? Okay. Du bist das schon, du warst beschließen. Digga, nee! Was? Nee! Wirklich nicht! Ich glaube, der hat den, der ist aufgegangen, der war zu wieder losgegangen. Der ist eh so langsam, das spielt auch keine Rolle. Wir sind eh letzter. Woran hat es gelegen, Marius? Gas geklemmt? Nein! Okay. Ich bin halt kein Kartfahrer. Ach so. Ich hab Tom zur Runde gefahren. Ist das so? Ja. Ich kenne noch gar keine Wertung hier. Tom, wenn du das siehst, es tut mir leid. Ich habe auch keine Stimme mehr, warum auch immer. Schien, ja. Also erstmal vielen Dank, dass ihr alle so fair gefahren seid. Mich! Hat aber Spaß gemacht. Alle heile ins Ziel gekommen, war eine geile Nummer. So, jetzt zur Wiederholung. Fangen wir natürlich mit Platz 3 an. Kart Nummer 15, ich weiß gerade nicht, wer 15 war. Wart ihr das? Kart Nummer 15, Team Tom Schütze. Herzlich willkommen mit dem Platz. Du sahst ja echt dauerhaft so drin, sah witzig aus. Glückwunsch zum zweiten Platz. Nichts für mich. So, und jetzt zum Sieger. Kart Nummer 7, unser Lieblingsfahrwerkshersteller. Welch Zufall. Team H&R. Team H&R. Schon keine Stimme habe, aber. Somit erster Platz an euch. Danke. Eine Zahl, die bestimmt alle noch interessiert. In Summe, die schnellste Runde ist gefahren. Kart Nummer 11 mit einer 21,005. Glaube ich nicht. Das war laut der Liste davor die schnellste Runde. Egal. Danke allen, dass ihr teilgenommen habt. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. War ein geiles, faires Rennen. War ein cooles Video. Vielleicht kann sich eine oder andere Impression noch einfangen. Aber danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie warst du denn? Ich habe mit Johannes noch eine Rechnung offen. Es wird ein Nachspiel haben. Wie? Also angeblich wären wir wohl die Forschesten gewesen. Ist das richtig? Ja. Ja, ich glaube, das ist Platz 9, oder? Ja. Der Helm ist mir komplett ins Gesicht. Johannes, wie die Nacht gefahren ist, wie soll das jetzt eben? Die hat richtig angegast, ne? Ja, ja. War schnell, wirklich, kein Scheiß. War echt schnell. So. Und der Helm ist mir immer ins Gesicht gerutscht. Aber hat Spaß gemacht, war geil. Ja, sau so. Ah, ich hab euch alles versaut. Was? Ja. Dann musst du die auswendig. Bin sie blind gefahren, die Strecke. Ja, der Helm war einfach viel zu groß, aber was soll's, hat Spaß gemacht. Freiwillige vorne ist vorne. Also sehr fair gefahren. Ja, sehr fair gefahren. Also ich glaube auch immer noch, dass das Ergebnis nicht richtig ist. Ja. Ich glaube, H&R hat hier wirklich einiges gezahlt, dass das hier so stimmt. Sei kein Nichtgönner. Wie war für dich, du bist den letzten Stint gefahren jetzt gerade? Hast den Sieg hier eingefahren für H&R? Ja. Wie warst du durch? Druck war hoch? Tatsächlich ein bisschen, ja. Okay. Wusstest du, dass du Erster bist? Und das hat es schlimmer gemacht. Okay. Bin ich ganz ehrlich. Wir waren ja am Fahren und am Anfang habe ich noch gedacht, okay, komm, wir waren irgendwie fünfter Platz und so. Und dann ist er halt eine Runde länger draußen geblieben. Yeah. Und da waren wir plötzlich auf 1. Und dann haben die Jungs das solide nach vorne durchgefahren und ich konnte mich dann quasi ins gemachte Nest setzen. Aber ich muss halt die aber Position halten. Aber du musst dich halten. Ja trotzdem liefern. Also genau. Du musst ja halten. Aber hat Spaß gemacht. Sehr gut. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Die Frage ist, woran hat es gelegen? Woran es gelegen hat, kann man so nicht sagen. Immer die Frage am Schluss, woran hat es gelegen? Ja. Okay. Wir besuchen es nächstes Mal, rauszufinden, woran es gelegen hat. Okay, machen wir. Bis dann. Also ciao. Video vorbei, sagt ihr. Ja. Können wir abschließen. Abschluss. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Danke, ciao.